Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und neben mir hier, da seht ihr in Aquasilber lackiert den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle. PHEV. Und ich kann es mir einfach nicht merken. Den Outlander, den gibt es schon ein bisschen länger. Seit 2001 wird er in Asien als Airtrack verkauft. 2003 ist er dann zu uns gekommen in der ersten Modellgeneration. Er sah damals noch aus wie ein Kombi und basierte auf dem Lancer. Seit 2006 gibt es das erste Facelift. Gab es die erste Modellrevision. Und die sah schon diesem Auto hier recht ähnlich. Also SUV-ähnliche Charakterzüge. 2012 wurde dann die dritte Produktgeneration vorgestellt in Genf. Das ist genau das Auto, was wir hier sehen. Und in Paris ein paar Monate später wurde genau dieser Plug-in Hybrid Electric Vehicle vorgestellt. Und den wollen wir euch heute mal ein bisschen näher bringen. Der Outlander wird übrigens in Holland produziert, in der schönen Stadt Born. Und bei der Recherche bin ich drauf gestoßen, dass die zweite Produktgeneration zumindest ganz unterschiedliche Motoren hatte. Also klar, Diesel und Benziner, aber der eine kam aus dem PSA-Konzern, also Peugeot Citroën. Der andere kam aus dem VW-Regal und wieder ein dritter kam von Daimler Chrysler. Daimler Chrysler und Mitsubishi, klingelt da was? Ja, Mitsubishi ist früher auch von AMG getuned worden. Mitbewerber gibt es eigentlich keine für den Outlander mit Hybridantrieb. Es gibt allerdings schon noch ein paar SUVs, die auch hybrid angetrieben sind, haben dann kein Plug-in-Hybrid. Zu nennen wäre der Audi Q5 zum Beispiel oder auch der Lexus RX450H. Die sind aber beide schon allein im Grundpreis 10.000 Euro teurer als dieses Auto hier. So, da haben wir ihn. Das ist der 2 Liter Benziner mit 121 PS. Der treibt den Wagen aber eigentlich gar nicht an. Wir haben nämlich drei Motoren hier verbaut. Und zwar sind es zwei Elektromotoren, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse. Und der Benziner hat drei Funktionen. Zum einen kann er den Akku aufladen. Zum anderen kann er während der Fahrt die Elektromotoren mit Strom versorgen und er kann auch in bestimmten Situationen dazugeschaltet werden an den Vorderradantrieb. Angetrieben wird der Outlander generell über die Vorderachse und je nach Bedarf wird die Hinterachse halt mit angetrieben über den zweiten Elektromotor, es sei denn, man drückt in der Mitte so ein Knöpfchen und dann fährt er mit Allradantrieb. 137 Newtonmeter liegen an der Vorderachse an, 195 Newtonmeter an der Hinterachse und die Systemleistung von dem ganzen Fahrzeug wird mit 204 PS angegeben. Fakten, Fakten, Fakten. Der Mitsubishi Outlander PHEV ist der erste und einzige Plug-in-Hybrid-SUV der Welt, sagt Mitsubishi. Der schnellste ist er aber nicht. Für den Sprint von 0 auf 100 benötigt der Mitsubishi Outlander PHEV ganze 11 Sekunden. Auch der Durchzug von 120 auf 140 km/h in 6,5 Sekunden ist alles andere als rasant. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er auch schon bei 170 km/h, dann wird abgeregelt. Dafür, und das finde ich richtig klasse, kann man aber bis zu 120 km/h elektrisch fahren. Interessanter präsentiert sich der Mitsubishi Outlander PHEV beim Verbrauch. Mitsubishi gibt einen NEFZ-Verbrauch von 1,9 Litern auf 100 Kilometern an, fügt aber immerhin hinzu, dass man auch noch 13,4 Kilowattstunden dabei verfährt. Rein elektrisch soll man mit dem Hybrid Outlander 52 Kilometer weit kommen. Nimmt man den Verbrenner zur Unterstützung dazu, erweitert sich die Reichweite auf über 800 Kilometer, bis eben der 45 Liter Tank leer ist. Die Kapazität der 300 Volt Fahrbatterie beträgt 12 Kilowattstunden. Der Mitsubishi Outlander PHEV gibt es in drei Ausstattungsvarianten zu Preisen von 39.990 Euro, also quasi 40.000 für die niedrigste Ausstattungsvariante, bis hin zu 49.990 Euro. Das ist die höchste Ausstattungsvariante und die heißt Top. 5 Sterne Bestwert im Euro NCAP Crashtest hat der Outlander geholt. Sicher ist er also und dabei 4,66 Meter lang bei einem Radstand von 2,67 Meter. Ohne die Außenspiegel, und ich habe keinen anderen Wert gefunden, ist er nur 1,80 Meter schmal und 1,68 Meter hoch. Der Wendekreis beträgt 10,6 Meter. Sein Leergewicht beträgt 1885 Kilogramm, damit ist er fast 200 Kilo schwerer als die Version mit der herkömmlichen Motorisierung. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2310 Kilogramm.
den Mitsubishi Outlander PHEV, und ich sage zukünftig in diesem Video nur noch Outlander, gibt es wie gesagt in drei Ausstattungsvarianten. Die zweithöchste heißt Plus. Ab dieser Plus-Ausstattungslinie gibt es vorne die Xenon-Scheinwerfer. Die Top-Ausstattungsvariante, die wir hier haben, erkennt man äußerlich eigentlich gar nicht, es sei denn, ihr könnt sehen, er hat ein Glasschiebedach. Das gibt es nur bei der Top-Ausstattung serienmäßig. Alle anderen Ausstattungsdetails sind dann eher im Fahrzeuginneren. Eine elektrische Heckklappe gibt es, eine Lederausstattung, diverse Assistenzsysteme und das Rockford Fosquare Soundsystem. Ich kann es nicht aussprechen, aber klingt tut's gut. Der Outlander Plug-in Hybrid e.V. hat zwei Tankklappen. Einmal auf der linken Seite, da kann ich Benzin 95 Oktan betanken. Lustigerweise muss ich die Tankklappe von innen entriegeln, während ich die auf der rechten Seite, wo ich Strom nachfassen kann, hier ganz bequem einfach durch Aufdrücken öffnen kann. Und ihr seht es vielleicht, ich habe hier zwei Stromanschlüsse, zwei unterschiedliche Arten, dieses Auto mit Strom zu befüllen. Es gibt drei Möglichkeiten generell. Erstmal kann ich über die handelsübliche Steckdose mein Auto beladen, dann brauche ich zur völligen Beladung ganze 5 Stunden. Habe ich ein Mode 3 Ladekabel, brauche ich nur 4 Stunden. Wenn ich mich an eine Schnellladestation stelle, dann werden 80% der Akkukapazität innerhalb von 30 Minuten aufgeladen. Und es gibt noch eine vierte Möglichkeit beim Fahren, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn bin, kann ich auf den Charge-Knopf drücken in der Mittelkonsole. Und dann springt der Generator an und lädt den Akku mit Strom voll. Dann brauche ich 40 Minuten Fahrzeit, um den Wagen um die Akkuladung mit 80% zu beladen. Und eben diese Features im Innenraum, die können wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Kommt auch mit rein. Die Vordertür schwingt angenehm weit auf und durch die SUV-Bauart kann ich so ein bisschen nach oben einsteigen, muss mich aber nicht wirklich hochziehen. Das ist alles sehr, sehr angenehm. Und ich kann die Tür auch ganz bequem greifen, um sie zu schließen. Wir werfen den Japanern generell ja immer vor, dass es immer Plastikwüsten, überall Plastik. Wenn man mal ehrlich ist, bei den deutschen Herstellern sieht es auch nicht anders aus. Es ist auch nur Kunststoff. Auch hier haben wir natürlich sehr viel Plastik, wobei das hier Soft-Touch ist. Und im Vergleich zu den anderen Mitsubishis, wie ich bisher gefahren bin, muss ich sagen, ist das ein Quantensprung. Das ist ähnlich wie bei Nissan, die wirklich eine ganze Menge im Interieur gemacht haben. Also man steigt hier ein und man fühlt sich doch wesentlich wohler, als es noch in den Modellgenerationen davor war. Ich habe hier auch so hübsche Applikationen, das ist auch Soft-Touch. Na klar, ist es Plastik. Und ja, hier diese Klavierlackgeschichte, die zieht den Staub an wie verrückt. Nichtsdestotrotz, rein von der Haptik her, ich mag das, also ich finde es richtig schön. Und wenn wir in Richtung Ergonomie gucken, ich kann alles sehr schön erreichen. Das ist reduziert, die ganzen Knöpfe sind reduziert. Wir haben hier zwar komische Funktionen, da komme ich gleich noch zu, aber sogar der Mittelteil ist mir zugewandt und das finde ich prima. Wirklich, ich freue mich. Und generell, dass das ganze Raumgefühl durch die Scheibe, die natürlich weit nach vorne gezogen ist, sitze ich hier auch sehr luftig. Wie man sieht, trotz Schiebedacheinsatz habe ich ausreichend Kopffreiheit mit meiner Körpergröße von 1,80 Meter und ich sitze hier auch sehr bequem. Es ist wirklich, ich bin begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben hier eine Gurthöhenverstellung und die Gurte sind auch ansprechend lang. Ich kann mich bequem anschnallen und ich glaube, andere Menschen, die mehr essen, ebenfalls. Wir haben hier ein beledertes Lenkrad, das manuell zu verstellen ist. Hier würde ich mir wünschen, dass ich es noch weiter rausziehen kann, noch näher zu mir hinziehen kann. Das mag ich ganz gerne, aber die Verstellmöglichkeit geht, glaube ich, für die meisten Menschen schon in Ordnung. Die Sitze bieten ansatzweise Seitenhalt, aber auch nur ansatzweise, wobei man mit dem Outlander auch nicht so sportlich fährt. Der Fahrersitz ist in der Top-Ausstattungslinie elektrisch verstellbar. Es fehlt allerdings eine Lordosestütze und ich habe hier auch eine zweistufige Sitzheizung. Da verstehe ich nicht, dass die nicht mal die den Schalter hier vernünftig vorne anbringen und warum es nicht langsam auch mal dreistufige oder mehrstufige Verstellungen gibt.
Der Outlander verfügt über wirklich angenehm große Seitenspiegel, in denen man eine ganze Menge sehen kann. Und auch durch den Innenspiegel sehe ich eine Menge, weil die Heckscheibe doch recht groß ist. Wenn ich allerdings den Schulterblick nach hinten werfe, dann fällt mir natürlich die richtig breite C-Säule auf. Es ist nicht ganz so schlimm, weil die Heckscheibe halt so groß ist, aber da ist halt schon ein Loch, wo ich nichts sehen kann. Dafür gibt es hier aber eine Rückfahrkamera, zumindest in der Top-Ausstattungslinie, die auch ein sehr ordentliches Bild wirft. Die Rückfahrkamera wie auch das Navi hier in dem 7-Zoll-Display kann ich sehr gut ablesen, weil es mir so ein bisschen zugewandt ist. Und auch die Rundinstrumente, davon habe ich zwei Stück, kann ich sehr gut ablesen. Ganz so wichtig sind die für mich eigentlich nicht gewesen, weil der Wagen halt nicht so schnell fährt. Den Tachometer kann man gut ablesen. Dazu gibt es kein Drehzahlmesser, sondern quasi so ein Äquivalent, wo angezeigt wird, fahre ich ökonomisch, brauche ich richtig Kraft oder rekuperiere ich schon. Wir haben ja also keine Schaltwippen, sondern hiermit kann ich die Rekuperation verstellen oder die Intensität der Rekuperation. Wenn ich das Fahrzeug im Berg zum Beispiel bergab fahre, dann gebe ich ja kein Gas mehr und die überschüssige Energie kann ich quasi wiedergewinnen und über diese Schaltwippen kann ich einstellen, in welchem Umfang das passieren soll, weil das Auto dadurch ja natürlich ein bisschen runtergebremst wird. Die Hupe ganz normal auf der Prallfläche und hört sich so an. Dann habe ich hier sogar noch ein Schiebedach verbaut. Das ist in der Top-Ausstattungslinie, hatte ich vorhin gesagt, auch serienmäßig dabei. Ich muss sagen, wir sind ja heutzutage diese ganzen Panoramadächer gewohnt. Das ist jetzt fast nur noch so ein Seeschlitz, lässt sich aber schön öffnen. Und gerade jetzt bei den warmen Temperaturen, wenn man die Klimaanlage nicht anhaben möchte, sondern mit offenem Fenster und offenem Schiebedach fährt, das ist natürlich mehr als angenehm. Kommen wir zum Innenraumcheck und uns das Ganze mal genauer an. Ich habe hier in der Seite Platz für, was ist das, eine 1,5 Liter Flasche. Die muss ich aber schon sehr reindrücken. Richtig Platz ist eigentlich nur für eine Literflasche in der Seitentasche. Daneben habe ich noch ein Fach für eine Warenweste, Portemonnaie, CDs, da passt einiges hinein. Hier vorne vor dem Gangwahlhebel habe ich noch ein Fach. Das ist leider nicht mit rutschfestem Material ausgelegt. Da rutschen die Sachen hin. Ich habe da hier halt gerade ein paar Tic-Tacs liegen. Da drüber ist noch ein Zigarettenanschluss und eine Halterung für den Schlüssel. Ich habe ja hier ein Keyless-Go-System. Den kann ich da trotzdem reinklemmen. Davor, ich lege den Schlüssel mal weg, habe ich zwei Becherhalter. Die sind aber nicht mit irgendwelchen Zusatzfunktionen ausgestattet. Also hier so eine kleine Flasche ruckelt da auch ziemlich drin rum. Dann habe ich hier unter der Armlehne noch ein Staufach. Da passt unsere Videokamera zumindest rein. Da ist auch noch ein zweiter 12-Volt-Anschluss, wie auch ein USB-Anschluss, der dann entsprechend mit dem Infotainment-System verbunden ist. Ich habe übrigens an allen vier Sitzplätzen Haltegriffe. Wir haben hier auch Schminkspiegel, die sind mit einer kleinen Leuchte beleuchtet. Und ich habe hier auch Leseleuchten auf beiden Seiten. Auch da würde ich mir persönlich ein bisschen mehr Licht wünschen. Dazu gibt es natürlich noch das Handschuhfach. Das habe ich eben vergessen. Das ist zweigeteilt. Ich habe hier quasi oben ein Dokumentenfach und unten nochmal so dieser klassische Auffangbehälter, wo die Bedienungsanleitung drin liegt und wo wir auch sonst nicht viel unterbringen können. Und man kann es irgendwie als kleine Ablage nutzen oder als zum Zuziehen der Tür. Ich habe hier auf jeden Fall auch noch eine kleine Ablagefläche. Das war's aber soweit. Den normalen Outlander gibt es übrigens auch als 7-Sitzer, sprich mit 2 Sitzen noch im Kofferraum. Den Plug-in-Hybrid gibt es allerdings nur als 5-Sitzer. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen das Platzangebot auf der Rücksitzbank an. Die Türöffnung ist natürlich nicht so groß wie vorne. Aber auch hier kann ich ganz bequem einsteigen und noch einfacher die Tür zuziehen. Ich bin ja 1,80 Meter groß, der Fahrersitz ist auf mich eingestellt und ihr seht es selbst, ich habe hier Massen an Beinfreiheit, zumindest was die Knie zum Fahrersitz angeht. Meine Füße stehen allerdings ein bisschen höher als im normalen Outlander, beziehungsweise in einem Outlander mit der normalen Motorisierung, weil unter der Fahrgastzelle ist quasi die Batterie verbaut und an diesem Punkt ist es halt 4,5 cm höher. Also meine
Knie sind quasi 4,5 cm höher als in einem Outlander mit normaler Motorisierung. Das macht mir aber gar nichts, denn ihr seht selbst, ich habe trotzdem noch ausreichend Kopffreiheit hier auch. Und auch generell ist das Raumgefühl ein sehr angenehmes hier hinten. Also ich fühle mich überhaupt nicht beengt oder bedrängt. Dafür habe ich hier nicht allzu viel Komfort. Trinken kann man hier ohne Ende, denn in die Türtaschen passen genau 2 Flaschen. Da sind 2 einzelne Getränkehalter und auch hier in der Mittelarmlehne habe ich auch nochmal 2 Getränkehalter. Dafür kann ich aber sonst nichts groß in den Türen verstauen. Ich habe hier zwar diese Griffe wie vorne auch, wo ich Kleinigkeiten verstauen kann, aber wirklich Platz ist da nicht. Ich habe hier die obligatorischen Zeitungsnetze. Und das war es auch schon an Ablagemöglichkeiten. Die Ausstattung selbst ist sonst auch nicht so berauschend. Ich habe halt die Haltegriffe mit so einem Kleiderhaken und dann hier noch so eine Einstiegsbeleuchtung, die ich aber weiß Gott nicht als Leseleuchte nutzen kann. Dafür habe ich immerhin, wobei das auch Standard heutzutage ist, Isofix-Halterung an den beiden äußeren Sitzen, die auch so ein ansatzweise ausgeformt ist. Man sieht es hier vielleicht, die Wangen stehen so ein bisschen raus, aber dadurch, dass es sehr weiches Material ist, merke ich davon halt nicht allzu viel. Zu den Isofix-Halterungen passen natürlich auch die starren Gurtpeitschen, mit denen sich die Kinder gut anschnallen können. Und ich prüfe auch nochmal für euch die Gurtlänge. Ja, damit sollte sich auch eine Babyschale anschnallen lassen, problemlos. Dann prüfen wir jetzt noch mal schnell die elektrischen Fensterheber. Und als erstes probieren wir mal, gibt es hier einen... Au, es gibt keinen Einklemmschutz. Aua, was sich dadurch begründet, dass ich auch keine Automatik zum Hoch- und Runterfahren habe. Trotzdem, das ist bei uns immer ein Hauptkritikpunkt. Warum denn bitte nicht? 2,50 Euro kostet das Ding. Nichtsdestotrotz, die Fenster lassen sich auch leider nicht ganz versenken. Dafür sind die Scheiben wenigstens getönt. Nichtsdestotrotz, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil die letzte Kante müsste sich da auch noch versenken lassen. Ich persönlich finde elektrische Heckklappen ja ungemein praktisch, aber vollkommen überflüssig. In dieser Top-Ausstattungsvariante verfügt der Outlander PHEV über eben eine solche, aber ihr seht selber, die braucht wirklich verdammt lange, um sich zu öffnen. Und sie öffnet, aua, auch nicht besonders hoch. Ich bin 1,80 und stoße hier mit dem Kopf leicht an. Also alle Leute, die größer sind als ich, müssen beim Beladen des Kofferraums schon ein bisschen aufpassen. Der Kofferraum soll nur 467 Liter fassen, sieht für mich aber riesig aus. Ich verstehe das gar nicht. Also der ist wirklich angenehm groß. Ich habe hier, und das ist wahrscheinlich, weil es den ja auch als Siebensitzer gibt, habe ich hier 2 Getränkehalter im Kofferraum, wenn das nichts ist. Ich habe hier, weil ich das Premium Sound System habe, was ich nicht aussprechen kann, einen dicken Subwoofer verbaut und kann diesen Zwischenboden anheben. Da ist aber nicht wirklich Platz, sondern da ist nur der Ladeadapter und eben Warndreieck, das Tirefit und das ist ja lustig. Ich habe ein Tirefit hier, Jens, und dazu habe ich noch einen Wagenheber. Ich habe hier gerade noch mal den Zollstock genommen und nachgemessen. Wir haben eine Breite auf der Ladefläche von mindestens 1 Meter. Und in der Länge können wir auf jeden Fall sicher Gegenstände laden, die 83 cm lang sind. Also 1 Meter mal 83 haben wir als sichere Ladefläche. Es ist in der Länge aber noch ein bisschen mehr zu machen. Das hängt davon ab, wie steil die Rücksitzbänke eingestellt sind. Die werde ich jetzt mal umklappen und zeige euch mal das ganze Kofferraumvolumen. Das kann ich auch mit einer Hand ganz bequem. Naja, ganz bequem ist übertrieben. Von hinten aus. So, wenn ich die Rücksitze lässig aus dem Kofferraum umklappe, dann habe ich keine ebene Ladefläche. Trotzdem habe ich einmal kurz gemessen, 1,70 Meter haben wir in der Länge auf jeden Fall, also Breite 1 Meter, in der Länge 1,70 Meter. Und wenn ich jetzt hier vorne erst, wenn ich hier vorne jetzt erst das Sitzkissen des Sitzes umklappe und dann die Lehne wegklappe, sieht man, glaube ich, auch ganz schön, bekomme ich eine wirklich ebene Ladefläche. Wenn ich jetzt alle Bänke umgeklappt habe und auch die Sitzkissen weggeklappt habe, habe ich ja ein Ladevolumen von 1472 Liter. Da passt dann eine ganze Menge rein. Wir haben hier
ausreichend Platz für 4 Personen. Fünfte Person sehe ich nicht auf der Rücksitzbank. Wir haben einen ansprechend großen Kofferraum. Allerdings können wir den Outlander Hybrid Plug-in e.V., hast du nicht gesehen, nur mit 425 Kilogramm beladen. Da hilft es mir auch nicht, dass noch 80 Kilogramm aufs Dach passen. Es ist einfach, man kriegt kaum was rein. 425 Kilogramm, das ist nicht viel. Wer da trotzdem noch ein bisschen was bewegen möchte, der darf sich den Outlander sogar mit einer Anhängerkupplung bestücken lassen. Dann kann man theoretisch Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen ziehen, gebremste zumindest, ungebremst 750. Aber sind wir mal ehrlich, ihr habt vorhin die Werte gehört, 137 Newtonmeter an der Vorderachse, 195 an der Hinterachse, da ist nicht viel Kraft. Also da wird er sich schon ganz schön schwer tun, wer also Outlander fahren möchte und einen Hänger ziehen möchte, der sollte auf jeden Fall einen Diesel nehmen und nicht hier diese Elektrokutsche. Ein kleines, aber lustiges Detail, ich habe hier keinen Startknopf, ich habe hier einen Powerknopf. Und wenn ich den Wagen starte, dann piept er zwar einmal, aber das ist alles, was man hört beim Starten. Er startet nämlich und fährt in der Regel elektrisch los, soweit ich dennoch Strom habe. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich löse die Handbremse und nehme euch mit. Mitsubishi gibt den Verbrauch vom Outlander PHEV ja mit 1,9 Litern auf 100 Kilometern an und ein bisschen Strom. Das ist eine feine Sache, wenn man wirklich nur 100 Kilometer fährt, weil der Akku hält ja 52 Kilometer. Danach wird es dann natürlich deutlich mehr. Also kommt die Neftzone der Batterie eigentlich sehr entgegen. Gerade wenn man jetzt längere Strecken fährt oder diese 40 Kilometer fährt, um den Akku wieder aufzuladen, die 40 Minuten, dann steigt der Verbrauch natürlich. Und je nachdem, wie man unterwegs ist, gerade auf der Autobahn, kann es dann auch mal Richtung 10 Liter gehen. Ich denke sowieso, der Wagen ist jetzt nicht für die Autobahn gemacht. Klar, er ist eh abgeregelt bei 170, aber das Konzept kommt der Autobahn nicht entgegen. Man kann mal auf der Autobahn fahren, das ist auch überhaupt kein Problem, rein vom Fahren her. Aber es ist halt so, dann steigt der Verbrauch halt deutlich an. Die Geräuschentfaltung hier im Innenraum ist natürlich sehr angenehm, wenn man elektrisch fährt. Da hört man quasi gar nichts, außer die Abrollgeräusche. Und selbst wenn man jetzt den Wagen lädt beim Fahren und der Verbrenner vorne mitläuft, dann hört sich das auch nicht lauter an. Jetzt, also ich stehe gerade an der Ampel im Stand, wie ein ganz normaler Motor. Der, ja, ich glaube, der dreht jetzt auf 1200 Umdrehungen. Und man hat allerdings, dadurch, dass der Wagen ja kein Getriebe hat, er ist ja ein Einganggefahrzeug, also es hat der Motor auch kein Getriebe. Und wenn man jetzt wirklich beschleunigt, dann ist das wie beim CVT-Getriebe, dass der Motor dann so ein bisschen anfängt zu jaulen. Und das ist dann schon ein bisschen ja, unangenehm. Also es ist jetzt nicht schlimm und auch nicht zu laut, aber es ist auch nicht schön. Aber generell das Gleiten, also wenn man jetzt elektrisch fährt, ich lade gerade, dann ist es super angenehm. Also ich finde es gerade morgens, wenn ich da durch meine kleine verschlafene Straße fahre, ist das ein herrliches Gefühl. Sonst, was das Fahren mit dem Wagen selbst angeht, verhält er sich halt wie ein SUV. Also ist nicht ultra komfortabel gefedert, aber komfortabel genug. Es ist, das Fahrwerk ist schon ansatzweise straff, aber natürlich nicht sportlich. Mit den Bremsen hatte ich überhaupt kein Problem. Und die Lenkung ist natürlich nicht sportlich direkt, aber sie gibt eine gute Rückmeldung. Also ich finde sie alles andere als schwammig. Was den Motor jetzt oder die Fahrleistung an sich angeht, Beschleunigung haben wir gesagt, das ist natürlich nicht die Welt. Es ist keine Raketentechnik und es ist auch keine Rakete. Nichtsdestotrotz hat man nie das Gefühl, dass man langsam unterwegs ist. Also es ist, man kann überall schön zügig mitschwimmen. Natürlich auf der Autobahn, jetzt gerade wenn man von 120 auf 140 hoch möchte, ist es so ein bisschen zäh, aber so zum Mitschwimmen in dem Geschwindigkeitsbereich reicht die Leistung locker aus. Und in der Stadt ist er durchaus flott. Das haben ja die meisten Stromer so mit sich.
Ein bisschen, also ich hatte es ansatzweise ja schon angerissen, der Motor hat halt unterschiedliche Modis. Hier neben dem Gangwahlhebel habe ich noch zwei Knöpfe. Auf dem einen steht Safe, auf dem anderen steht Charge. Wenn ich Safe drücke, dann möchte ich quasi die aktuelle Batterieladung behalten. Das heißt, der Verbrenner schaltet quasi in den Generatormodus und versorgt die Motoren mit Strom und zieht die nicht aus der Batterie raus. Oder ich drücke auf Charge, dann lädt der Motor die Batterie quasi. Und dann habe ich noch dahinter den Knopf, wo ich auf den Allradmodus schalten kann, also wo ich bewusst sagen kann, ich möchte jetzt hier alle Räder angetrieben haben. Und dann schaltet er halt explizit beide Elektromotoren an. Normalerweise ist hauptsächlich der vordere Motor in Betrieb, also das Fronttriebler, und der Heckantrieb unterstützt dann halt. Der Outlander ist auch mit dem Radar ausgestattet. Das heißt, ich habe auch eine adaptive Cruise Control, also einen adaptiven Tempomaten, sprich ich kann eine Geschwindigkeit einstellen, und sobald ich auf dem Fahrzeug auffahre, bremst er automatisch und hält dann den Sicherheitsabstand. Das kennen wir aus vielen anderen Fahrzeugen auch. Dazu habe ich einen Bremswarner bzw. einen Kollisionswarner. Das heißt, wenn ich zu nah auf dem Auto auffahre bei einer bestimmten Geschwindigkeit, dann warnt er mich. Und wenn das Auto meint, es wäre zu kritisch, dann bremst er halt auch mit. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen Lane Assist bzw. einen Spurwechselwarner. Das heißt, es scannt halt die Spuren links und rechts, sofern er das kann, ich glaube ab 68 km pro Stunde. Und wenn ich dann darüber fahre, dann ertönt halt ein Warnsignal. Das war jetzt das Warnsignal. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie nicht auch noch einen Blindspot-Warner verbaut haben. Den finde ich eigentlich immer recht praktisch, gerade wenn man ein bisschen mehr auf der Autobahn fährt. Aber das Auto ist ja nicht für die Autobahn gemacht, also passt das schon. Und diese drei Assistenzsysteme gehören auch zur Serienausstattung bei der Top-Variante. Kommen wir zum Fazit: Mitsubishi Outlander. PHEV. Ja, jetzt raus. Ja, was hat dir gefallen, was nervt dich, was sollte Mitsubishi besser machen? Positiv aufgefallen ist mir A, das leise Losfahren, ja, so ein großer Wagen, der wirklich fast lautlos da so durch die Gegend fahren kann. Und natürlich auch, dass ich trotz der elektrischen Reichweite von 52 Kilometer, hast du glaube ich gesagt, trotzdem noch nicht beschnitten werde in der Reichweite. Ich kann maximal 800 Kilometer weit kommen, das finde ich super. Das Fahrzeug verlangt von mir keine Kompromisse. Bei der Alltagstauglichkeit. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, das Fahrzeug ist ein Kompromiss im Prinzip. Das ist nämlich der Kompromiss zwischen, ich möchte umweltbewusst mich fortbewegen und ich will trotzdem mal irgendwie weitere Strecken fahren. Ja. So wie ich den Wagen genutzt habe, wie eine Soccer Mom im Prinzip. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht. Das ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum. Ich finde es total toll. Also ich bin richtig angetan von diesem Fahrzeug, wie ich die ganze Zeit elektrisch fahren kann in der Stadt. Das ist toll. Und nicht nur bis 45 oder 37 oder 52,5, sondern bis 120 km/h kann ich elektrisch fahren und muss den Verbrenner nicht anwerfen. Das ist ein Knaller. Und wenn ich eine Garage habe im Stromanschluss, lade ich das Ding da auf. Jeden Morgen setze ich mich ins Auto, kann im Winter das Ganze sogar noch vortemperieren und so. Das ist ein Knaller. Ja. Aber es ist halt kein Auto für mich, was man so für Landstrecken nimmt. Damit kann man zwar fahren, das als Kompromiss. Ich glaube, aber genau dafür ist er ja auch ausgelegt. Ja. Der ist nämlich für die sogenannten Soccer-Mums morgens im Kindergarten, zur Schule, zum Einkaufen gedacht. Richtig. Kleiner Radius, ja. Und man kann, das ist das Große, man kann ab und zu auch mal Kofferraum vollladen, bis zur Zuladung von 425 Kilogramm. Nichts. Man kann auch mal einen Anhänger ziehen, aber wer das häufiger macht, der sollte zum günstigeren Outlander als Diesel greifen. Ja. Weil wer häufiger längere Strecken fahren wird, der wird so nicht effizient sein.
Für Kurzstrecken ist das hier der richtig ideale Outlander. Eine Sache möchte ich noch loswerden, wird gerade ein bisschen lang, ist aber egal. Dieser Wagen, so wie wir hier fahren, kostet über 50.000 Euro. Mhm. Über 50.000 Euro. Dafür kriege ich ein Auto, mit dem ich elektrisch fahren kann, schön und gut, mit dem ich auch mal 800 Kilometer weit fahren kann, ohne zu tanken. Aber es ist trotzdem eine Menge Geld für im Prinzip so ein Commitment. Ich möchte was Gutes für die Umwelt tun. Ja, ungefähr 8.000 Euro sind es mehr. Als der Diesel. Man kann ungefähr 600, 700 Euro sparen im Monat. Das heißt, ich muss das Ding im Jahr, habe ich im Monat gesagt, Gott, im Jahr. Und ich muss 10 Jahre fahren. Man musste 10 bis 12 Jahre fahren, um das wieder reinzuholen. Macht kein Mensch. Aber ich finde es gut, wenn sich die Leute den Wagen kaufen, tut was für die Umwelt. Das ist eine prima Sache, wenn ihr dann nicht Atomstrom tankt. Dann wird es wieder blöd. Und jetzt kommt, es wird gerade wirklich ein bisschen lang, aber das möchte ich noch loswerden. Ihr tut nicht nur was für die Umwelt, sondern ihr tut auch was für euch, weil Lärm erzeugt Stress. Und in eurem Wohngebiet, wenn jeder im Wohngebiet so ein Fahrzeug hätte, wird es im Wohngebiet doch sehr ruhig und angenehm werden. Okay, da habe ich auch noch was. Der V8 klingt nicht gut. Er hat gar keinen drin. Nein, gut. Alles klar. Ja, kommen wir zu unserem Bewertungskriterium. Fahrspaß. Puh. Also elektrisch fahren ist cool. Ist einfach cool, weil es leise ist, weil man so dahin gleitet. Das ist schon cool. Aber kommt Fahrspaß. Wer Fahrspaß haben will, der holt sich ein Evo. Ne? Ja. Sind wir uns einig? Ja, also man kann schon ein bisschen Fahrspaß haben, aber in diesem Auto nicht im Sinne von Landstraße irgendwas. Komm, überspringen wir, gehen wir zum nächsten. Komfort? Komfort ist okay. Punkt. Also Sitzklimatisierung würden wir uns heute natürlich wünschen, ist uns okay. Alltagstauglichkeit. Stop. Voll gegeben. Der hat Platz ohne Ende. Ja. Man darf zwar nichts reinpacken, aber Platz hat er. Nein, das ist schon ein Knaller. Effizienz, ja, das ist ein Thema. Der Neftverbrauch wird angegeben mit 1,9 Litern auf 100 Kilometer. Wobei man muss ja sagen, dass Mitsubishi so fair ist und selbst sagt, 5,9 fahren die denn auch mit. Ich bin jetzt gefahren, Autobahn hoch und runter im Prinzip. Einmal hinzu war ich echt baff. Hatte ich erst so auf den ersten 70 Kilometern Verbrauch von 5 Litern oder noch weniger. Aber als der Akku dann leer war, wurde das halt immer mehr. Auf dem Rückweg habe ich dann aufgeladen. Jetzt bin ich bei gut 400 Kilometern, die wir gefahren sind, bei fast 10 Litern. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen weit von 2 Litern weg. Ne? Ja. Ich sag mal so, wer tatsächlich jeden Tag an eine Steckdose geht und den Alltag... Dann ist er top. Dann, wenn man vielleicht am besten noch Solarstrom hat, dann ist er auch effizient. Ansonsten muss man den Diesel nehmen. Ist schwierig, aber... Ich finde das Auto spannend. Also aber Effizienz können wir gar nicht bewerten in dem Fall. Lass ich mag keine SUVs, ehrlich nicht. Ich bin auch von Stromer nicht so wahnsinnig begeistert, aber das Auto hat mich fasziniert. Ich muss das nochmal sagen, es ist wirklich so. Ich habe einen Kaufvertrag dabei. Nee, lass mal. Gesamteindruck. Ich bin positiv begeistert, was anderes kann ich nicht sagen. Ja, es geht auf alle Fälle die Tendenz nach oben. Ja, es ist ein interessantes Projekt. Ja. Gut, interessant ist auch unser Projekt, hoffen wir. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat hier zum Outlander. HP, hast du nicht gesehen? Wenn dem so ist, wir freuen uns über Likes. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Wir haben bestimmt nicht alles abfangen können. Und abonniert uns, verteilt unsere Videos, erzählt euren Freunden von uns. Ganz wichtig, Mundpropaganda total wichtig. Wir sehen uns hoffentlich dann wieder in unserem nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hybridantrieb, Hybrid. Mitbewerber gibt es eigentlich keine für den Outlander. Oh Mann, PHEV, ne? Ja, PHEV. Wie viel hältst du an? Das ist Telekom. Ne, doch nicht. Und noch einfacher die Tür zuziehen. Schade, dass ich es nicht richtig hingekriegt habe, aber das wird außer mir keiner bemerken. Was denn? Du guckst die ganze Zeit daneben. Das ist doch vollkommen egal, wo ich hingucke. Das Volumen beträgt 1463 Liter. Und das ist geschätzt. Ich habe den Wert vergessen. Willst du sowas von drauf? Ein kleiner Tipp. Freunde der Sonne. Ich bin drauf, ja? Der Outlander Plug-in Hybrid EV hat zwei Tankklappen. Einmal auf der linken Seite, die man... der Outlander Plug-in Hybrid EV hat zwei Tankklappen. Plug-in. Hybrid EV. Du hast
Merkst du was? Kannst du nochmal neu starten?